vierter Adventssonntag. Noch ein paar Tage, dann feiern wir Weihnachten, die Geburt Jesu Christi aus der Jungfrau Maria. Und ein paar Tage vor Weihnachten hören wir an diesem Sonntag nicht etwa von der Herbergssuche oder etwas, das kurz vor der Geburt geschieht, sondern die Zeit wird zurückgedreht, 9 Monate vor der Geburt, und wir hören das Evangelium von der Verkündigung, als der Engel Gabriel zu Maria kommt und ihr verkündet, dass sie die Mutter des Sohnes Gottes werden soll. Warum das? Es kommt kurz vor Weihnachten noch einmal ein Stopp, Moment, wie hat das Ganze eigentlich begonnen? Wie hat das Ganze eigentlich angefangen mit der Menschwerdung? Und dieses Stopp ist auch ein Stopp für uns und fragt eigentlich, so wie der Engel Maria gefragt hat, bist du bereit? Sagst du ja zur Geburt des Heilandes? Der Engel hat Maria gefragt und sie hat zurückgefragt, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und vielleicht fragen auch wir uns, Herr, wie soll das geschehen? Wie soll Jesus in meinem Herzen geboren werden? Wie soll Gott selbst in mein Leben kommen? Wenn wir ehrlich sind, es gibt da doch so viel Widerstände, so viele Hindernisse, dass wir wirklich fähig wären, dass Gott selbst zu uns kommt. Und so fragen wir wie Maria, wie soll das geschehen? Aber wie zu Maria, so sagt auch der Engel, der Botschafter Gottes zu uns, für Gott ist nichts unmöglich. Ja, die Adventszeit hat dafür gedient, dass wir uns vorbereiten, dass wir, wie Johannes gesagt hat und wie auch schon Jesaja prophezeit hat, dass wir dem Herrn die Wege bereiten, dass wir ihm den Weg ebnen, sodass er zu uns kommen kann, dass wir uns entsprechend vorbereiten. Aber auch wenn uns das eben nicht so ganz gelungen ist, wie wir uns das vielleicht vorgenommen haben, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben und wir uns eben fragen, Herr, wie kann das geschehen? So ist doch das Entscheidende unser Ja, unsere Zustimmung, dass Gott zu uns kommt, in unser Leben eintritt. Dass wir so wie Maria einst unsere Zustimmung geben. Maria hat dann schließlich gesagt, mir geschehe nach deinem Wort, ich bin die Magd des Herrn. Auch wenn sie nicht alles verstanden hat, sie hat Ja gesagt. Und dadurch wurde erst die Menschwerdung Gottes möglich. Und so sollen auch wir, auch wenn nicht alles so gelungen ist, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben, auch wenn wir vielleicht nicht alles verstehen rund um dieses wirklich unbegreifliche Ereignis der Menschwerdung Christi in diesem kleinen Kind in der Krippe, so sollen auch wir Ja sagen. Ja, dass Jesus zu uns kommt, dass er auch in der Krippe unseres Herzens geboren wird. Freuen wir uns also an diesem vierten Adventssonntag, dass der Herr so nahe ist, und sagen wir ein freudiges Ja, Herr, komm, ich bin bereit. Maranatha!